Hallo und willkommen zurück zu Monster Hunter Welt. Ja, genau. Bisschen ungewohnt. Ich habe OBS gerade, also ich hatte gerade eben nur neu gestartet. OBS hatte ein Update und jetzt schaut das ein bisschen anders aus hier, wenn er aufnimmt. So, es ist ein neuer Tag, also denke ich mal, hoffentlich keine Connection Issues mehr. Hier geht davon aus, das Team. Ah ja, warte, stimmt. Und ich nehme mir einfach Fangen mit. Weil wenn wir ihn fangen, kriegen wir vielleicht eine Spezialarena für ihn. Ja, klingt sinnvoll. Die Quest sagt da glaube ich nur erledigen oder so. Vermutlich. Ich hab gerade nicht nochmal extra drauf geachtet. Kann ich nochmal ins Questboard gehen? Erjagen, ja. Okay, erjagen ist nicht töten, also ist das erlaubt. Pazifist Playthrough funktioniert einigermaßen. Ich glaube eigentlich komplett, oder? Gibt es irgendeine Main Quest, die wirklich von dir verlangt, dass du tötest? Ich glaube eigentlich nicht. Die nächsten vier. Auch verlangen die wirklich, dass man tötet, okay. Als Drachenälteste sind, die kannst du nicht mehr. Au. Oh. Aber ich will doch eine Kirin haben. Die wird nicht vorkommen. Ja, streng genommen, aber das ist ein Spoiler, wenn ich dir das sage. Kann man die aber doch fangen irgendwie. Nein, nein, aber es ist so ein bisschen komisch gemacht. Es gibt Quests, da besiegen wir das Gegner, reißen ihm mit unserem Messer Stücke raus, als wäre es tot. Aber es taucht später nochmal auf, also hat es ja überlebt. Also das ist so ein bisschen weird gemacht. Von der, da passt die Game-Mechanik nicht ganz dazu. Wir hatten die eine Event-Quest mit zwei Kirin, also gehe ich von aus, dass es mehr als einmal den Drachenältesten gibt. Ja, das auf jeden Fall, klar. Ja, warum sollte es denn derselbe sein? Weil das gesagt wird. Weil die Lore das sagt, ja, okay. Ja, ich weiß nicht, ob in den Cutscene, also wie explizit es im Spiel gesagt wird, aber... Naja, die also, Quest, also die ich jetzt freigeschaltet habe, bist die du allerletzte denn schon auf ist, das Weg? Ist das gleiche Monster. Ich bin gerade gespawnt. So. Quest beitreten. Optionaler Dodogama. Soll ich vorher nur essen gehen? Ja, mach das ruhig, den mach dich fertig. Okay. Wenn du das sagst. Sowas von. Warum drücke ich auf Schmiede? Das ist nicht das, der Essensbereich. Kantine. Er wird dich so umringen. Mit Punkten bezahlen. Okay. Chefkochgericht? Ja, außer dir gefällt was anderes eher. Keine Ahnung. Ich esse eigentlich immer nur wegen den extra Lebenspunkten und der extra Ausdauer. Den Rest schaue ich mir nicht so genau an. Okay. Ah, schön, wieder ganz am Anfang. Ach, was du auch immer anstellst, dass du dort spawnst. Hey, ja, gar nichts. Hey, warum darf ich dir nur zweimal looten? Oh Mann. Zählt der nicht als Erz oder was? So, Frau, ich muss mal das Zeichen mitnehmen. Jetzt ein Kaltgetränke und so. Werden wir, glaube ich, eh nicht brauchen. Aber nimm sie ruhig mit. Achso, ist er da gar nicht. Hat einen vor. Okay, du weißt anscheinend schon, wo er ist. Nun, er spawnt ja direkt vor meiner Fresse, also. Also, wenn ich schon hier bin, nehme ich mir eben noch den Knochenhaufen hier mit. Also darunter muss ich, wenn ich das richtig sehe, okay. Die Katschalaka greifen mich auch an. Oh. Hi. Yeah.
war eher erst unser Ziel. Nicht der Roller da hinten. Oh, die kämpfen anscheinend gegeneinander. Zumindest ein bisschen. Habe ich überhaupt einen Stein dabei? Ich glaube nicht, irgendwie liegen so Kristalle. Ach ja, perfekt. Ich glaube, man kann seinen Schwanz abhacken, auch wenn es nicht so ausschaut bei ihm. Lava-Bomben. Let's go. Den kann man auch meinen. Oh, Lava-Bomb ausbekommen aus dem Uragan. Oh, der Schwanz ist ja schon ab. Was ist das denn passiert? Oh, toll. Ich wurde eingeschläfert. Wo liegt er denn? Neben mir, da wo ich gleich schlafe. Ah, okay. Au. Dodo, sei mal still jetzt. Mal gucken, ob ich hier nebenbei das abbauen kann. Ja, scheinbar. Der Schwanz habe ich bekommen. So. Ich bekomme Wacker. Was liegt hier für Zeug? Oh, steht schon wieder auf. Ah. Ja, hau ihn irgendwo hin und ich dann kannst du. Wollte es, aber war anscheinend wurde er wütend. Er bewegt sich nicht mehr. Der Dodo schläft auch. Okay. Also er schläft. Ich dachte schon, warum liegt der da so tot? Hab ich noch nie gesehen. Oh, das ist ein Fußspur vom Dodo. Ja. Okay, der Dodo haut ab. Ab. Checken wir das vielleicht auch. Ah. Lass dich nicht überrollen. Okay, Gott sei Dank ist der umgedreht. Wir mal kurz ein Kaltgetränk reinhauen, sonst wird das. Ja, warte, das kann ich auch. Achso, habe ich schon getrunken. Ja, aber ich brauch so oder so einen und du kriegst den Effekt halt mit. Hopp. Er rollt einfach mit hier rein, hä? Okay. Schon wieder was. Ja. Odo rastet aus. Perfekt! Oh, nice! Achso, man kann das hier auch von vorne machen und nicht von hinten. Ernsthaft? Also, also zumindest von der Position, wo ich jetzt gerade stand, ging. Okay, alles klar, da rollt er einfach mit drüber. Was soll er denn jetzt? Aber das ist ja auch so, die ganze Zeit nervt, dass wir die anderen töten wollen. Oder fangen wollen, weil er. Ja. Okay, nehmen wir mal den Ausdauerkäfer, wenn ich jetzt schon nicht mehr mein erstes Waffe habe. Nehmen wir die Schleudermunition vom Bombenkäfer mit.
Okay, kannst ihn fangen. Oh, okay. Ich habe keinen richtigen Käfig mehr. Du leidest wohl an der Explosionspest. Was ist das? Du unternimmst besser etwas, ehe du in Stücke gerissen wirst. What? Ja. Was soll ich tun? Ja, ihn fangen. Nein, Explosionspest! Ja, hast eine Info bekommen, oder? Ja, ich soll irgendwas machen, bevor ich in Stücke gerissen werde, aber ich bin mir gerade nicht sicher, was jetzt. Ja, eine Nullbeere, falls du eine hast. Ansonsten weiß ich auch nicht. Ja, hab ich. Also ich sehe den Effekt bei dir gar nicht, nur bei deiner Karte. Halt die Beere nur hoch. Okay, keine Ahnung, ich habe halt die Warnung bekommen. Ja. Okay. Also du hast den Jungbullen gesehen oder wie, weil Totenkopf fällt mir jetzt nicht auf. Ist das ernsthaft? Verarsch mich doch. Ja, ich sehe einen Blitz. Ich sehe einen Blitz. Ja, die ganze Zeit ploppt ein Totenkopf auf. Du verarsch mich doch. Nee, ich sehe nur einen Blitz. Nicht. Okay. Deiner lebt länger als meiner, meinetwegen. Ich sehe auf jeden Fall keinen Totenkopf, aber. Okay. Also ich würde den eigentlich nicht machen. Aua! Ja, der verarbeitet Steine in Lavabomben. Ja, geh aber irgendwo hin und pennen. Weg, Kumpel. Was? Er humpelt gerade weg. Ah, okay, das ist Humpeln bei ihm. Ja. Ja, schon. Okay. Das ist eigentlich ein ganz gutes Timing. Oh, ja, hast du gesehen, was mir gerade passiert ist? Ich stand einfach nur im Gebüsch und jetzt bin ich weggesprengt worden. Weil scheinbar war Explosionspest auf mir, habe ich nicht gesehen. Naja, egal. Du kümmerst dich ums Fangen. Ich kümmere mich darum, dass meine aufgetauten Baguettes Salz bekommen. Ich schau mal, wo er hingeht. Pennt er jetzt? Ja, schaut so aus. Gut, das wollte ich, dass er pennt. Scheiße, wieder war die Gajalaka auch egal. Da liegt er sogar hier so halb im Boden. Eins, zwei, drei waren es, glaube ich. Und dann die da. Bitte nicht lang spielen, bitte. Okay, nehmen wir mal alles mit. So, wunderbar. Und nehmen wir mal hier alles mit. Und nehmen wir mal das hier alles mit. Ah, wieder Geologie. Oh, da war eine Krone. Kann gar nicht sein. Der war definitiv nicht groß genug. Ah, okay, gut. Meinetwegen hast du eine Krone, bekomme ich nicht. Weil offensichtlich hat er meinen Rekord nicht gebrochen. Ist auch logisch. Also falls er groß war, gibt eine Event-Quest mit der Max-Größe. Ah ja. Ja, eine Mini-Azurate was. Das ist glaube ich die USJ-Quest hier im High-Rank. Die du für eine Rüstung sowieso. Also. Ja, die können wir ein paar Mal machen. Eigentlich jetzt, wenn wir Dodo brauchen. Aber ich weiß nicht, ob du sie schon machen darfst. Wenn der Zuratalos ja auch dabei ist. Ah, Dungen. Substrat. Auf zur Schmiede. Der bei der Schmiede will mit mir reden, die Frau. Cool. Muss ich das lesen? Ich bin bereit. Hey, du bist genau der Jäger, den ich gesucht habe. Ich arbeite an einem neuen Spezialwerkzeug, aber ich brauche Hilfe bei den Materialien. Kann ich dich überreden, dich für die Quest Gebündeltes Feuer zu melden? Okay.
Ich habe das Versorgungslager gebeten, mir nach Abschluss der Quest zurückzulegen, was ich brauche. Kümmere dich bitte bei Gelegenheit darum. Ah ja. Okay. Frage mich, ob das zwei Monster sind. Na, da waren zwei auf dem Bild. Grüß dich! Ach, du hast das schon sehen können? Hä? Du hast doch vorgelesen, du musst dasselbe sehen wie ich! Ja, ich habe den Questname in Blau habe ich gesehen, aber die Quest selbst weiß ich nicht, wo ich da jetzt hätte hingucken müssen. Da sind doch die beiden Bilder von den Monstern erschienen. Ah, okay, ich bin offensichtlich blind. Ah, Rüstung. Das ist ja weird. Die Sortierung ist irgendwie, also man geht von Seltenheits 5 Rüstung zu Seltenheits 6 Rüstung und dann wieder zu Seltenheits 5 Rüstung. Ja, es ist halt kein fließender Übergang. Monsterreihenfolge ist denen wichtiger. Aber der Dodo ist halt schwächer als das, was davor vielleicht schon kam. Als der Bahn. Und der pinke Ratian. Definitiv schwächer als die pinke Ratian, ja, das kann ich verstehen. Ich bin am überlegen, ob ich eine Gigante crafte. Schuppen und mit der Gigante gegen genug. Die Gigante. Haut habe ich nicht genug. Okay. Habe ich einen Slot frei dafür? Nein, eigentlich nicht. Also bist du denn Bahn, Gastro, Banos, Dodo, da bist du gerade. Dodo. Okay, du brauchst Gastodon Born und du brauchst Feuerzellenstein, Fusium Erz brauchst du auch. Und Gastodon Rückenpanzer brauchst du auch. Brauchst ja alles Mögliche. Ansonsten brauchst du nur Dodo-Sachen. Ja, gut, das ist doch schön. Danach kommt das Zora-Set. Das war so ziemlich das erste, was ich damals im High Rank gecraftet habe. Ich habe alles davor ausgelassen. Nach Dodo kommt Zora. Ah ja. Ja, ich habe jetzt einen Ratian, habe ich ja wegen deiner Quest gecraftet. Und ansonsten habe ich hier so vereinzelte Teile. Wahrscheinlich wegen meinem Sammelset. Ja, deswegen ist hier Jäger und Schmetterling dabei. Aber ansonsten, ich hab quasi sofort mit Zora angefangen im High Rank. Ja. Und dann das Gusset. Das habe ich gebaut, so wie es ausschaut. So, machen wir das hier weg. Ich hab mich gar nicht dran erinnert, damit rumgelaufen zu sein. Und das hier rein. So, jetzt habe ich den auch markiert, den Typen. Ausrüstung. Ne, warte. Palico? Hat Palico jetzt was Neues? Ja. Ich brauche aber noch seinen Kiefer und sein Schild, um das zu bauen. Also nach dem Dodo kommt der Zora, dann kommt Hochmetall und Guss. Was bedeutet, du brauchst jedes Erz, das jetzt neu dazugekommen ist. Und einen Haufen Barnos und Gastodon-Zeugs auch. Dann kommt der Lavafisch. Der wird lustig. Das nächste Set, das ich gecraftet habe, war dann Odo. Ich trage scheinbar sehr gerne Odo. Und ein einziges Rathalos-Teil habe ich. Ein Basel-Teil. Ne, zwei. Dekorationen, aktuelle Ausrüstung. Dann habe ich Damaskus gecraftet. Mein Lieblingsset. Also stimmt, das ist ja nicht dasselbe. Eisigdarstand. Mal eine Frage. Kann man mit Eisabwehr auch. Ne, warte mal, eine Eisabwehr ist ja nicht gegen Feuer. Das ist ja nicht Kühlung. Nein, aber es gibt Hitzeschutz. Habe ich aber scheinbar noch nicht. Zumindest sicher. Entweder in einer Rüstung, die das hat, oder halt als Ding. Das Amulett damit. Das sind ja die Armbänder, die erst im DLC kamen. Da ist Hitzeschutz dabei. Das da. Na, weiß ich jetzt nicht auswendig, wo Hitzeschutz alles drin ist. Ja. Aber so wichtig, also so schlimm ist es nicht, den Trank zu trinken, mal abgesehen davon, solange ich nah genug dran bin, kann ich es auch für dich mittrinken. Ja, man kriegt ja auch irgendwie immer free.
Ja, es ist nur so ein Ding, du musst dich daran gewöhnen, dass es halt rechtzeitig refresht. Ansonsten kassierst du halt Damage. Und das ist halt auch wieder so ein Ding, das hat man in der Leiste, man muss Zeit dafür haben. Es ist einfach nur zum Nerven da. Aber ich find's nicht schlimm. Okay, also bislang habe ich keine Spezialarena von dem Typen. Okay, der Azurathalos kommt sogar vor dem Diablos. Sehr schön. Heißt, hast du Untersuchungen bekommen oder sollen wir vielleicht wirklich die Eventquest machen? Warte mal, du heißt Doug. Da ist er schwächer und zusammen mit dem anderen Viech. Das da. Hier ist kein Doug dabei. Ich schau mal nach, ob du sie überhaupt machen darfst. Moment. Da ist auch USJ cool. Lodernde Azursterne. 13, Doug ja? Dabei. Du bist ja 13. Wunderbar. Besondere Aufgaben sind Dämonio, ach der Typ und das. Ja, lassen wir den noch etwas ruhen. Wäre mir jedenfalls lieber. Ah, du willst also Event Quest. Da muss ich mich hier das Zeug hier nochmal anschauen. Es gibt übrigens eine Quest mit zwei Odogarons. Falls, also wenn der kommt, machen wir die Event Quest am besten. Auch. Aber ja, ich rede von USJ Lodern der Azurstern. Könige kennen keine Angst. Ja, dann könnte man theoretisch auch. Die beiden kann ich nicht mehr machen. Spezialticket, ich weiß gar nicht, was es da gibt. Rausch. Aber früher oder später müssen wir die so oder so machen. Ach, der ist ja auch dabei, salzig. Ja, den brauchst du zwar noch nicht, aber naja, Schaden tut dir nicht. So, dieses Mal esse ich auch. Hier ist kein OSJ auf der Liste mit bei. Hä? Da auch nicht. Irgendeinem Screenshot muss die sein. Ich würde mich wundern, wenn ich. Okay, ich habe ja Zeit, den Ofen zu kontrollieren. Nee, das sind die. Hier ist eine USJ-Quest. Okay, wo ist der andere, wo ich die USJ-Quest drauf habe? Was ist jetzt die Frage? Ist sie hier drauf? Nur da zustimmen, ja, da ist sie drauf. Weil das ist der ja, so sah der ja aus. Code Rot. Okay, ich bin wieder da. Okay, also USJ Lodana zur Stern. Ja, genau. Und ich bin sogar so nett und ich nehme statt einem Gillimantel auch einen Gesundheitsbooster mit. Für Opfer ich sogar einen Gutschein. Aha. Du hast Fortissimo 1, was ist das denn? Was? Also mal abgesehen davon, dass es wohl ein Jagdhorn ist. Voller Name. Das ist eigentlich nur der Eisenbaum. Ah, okay. Schon wieder am Arsch der Welt gelandet oder kommst du noch? Ah, hier bist du. Ich sehe dich landen. Das ist komisch, dass man immer zurücklaufen muss. Naja, der Vogel kann halt nicht innerhalb der Höhle landen. Du bist halt jetzt von da oben gekommen und hier an der Spitze gelandet. Das ergibt doch Sinn. Also ich sehe tatsächlich Naturradalos, aber den Dodo nicht. Ja, aber kann der Vogel näher für die Höhle reinfliegen? Das ist ja irgendwie. Das ist ja. Ich meine, die Decke ist hoch genug. Ja, der Arme. Bin dafür, mit dem Dodo anzufangen. Ja,
Fangen wir mit denen an, den wir schon kennen. Ja. Und nicht der Gegner, der sich, oh, der sich auf einmal in der Expedition random reingeschlichen hatte. Ja. Und der anscheinend aus irgendeinem Grund keine Story-Relevanz hat, obwohl die andere Unterart so voll die Relevanz hatte. Oh, hier liegt ja ein Knochenhaufen. Hab ich aber letztes Mal gar nicht gesehen. Okay. Hast du ihn gegen den Kristallhaufen getan oder war das selber? Das war ich. Oh, und scheinbar wurde er geschockt. Okay, auf den Schwanz. Also ich gehe auf den Schwanz, das hat es. Dann wirst du wohl nicht gut helfen. Siehst du, wie fett er ist? Das ist die maximale Größe. Kannst du bitte aufhören, mich zu hauen? Ich möchte das einsammeln. Hand hoch. Hau. Das ist dann weh. Haben wir jetzt den Waffen bekommen? Ich denn mal das hier. Dann sagen wir Donnerkäfer. Okay, danke Kamera, dass du mir den Azuratolos zeigst. Ah, ist ja zufällig da. Ich dachte mir, der kommt zu uns. Ja. Ah, das ist mein Wecker. Mein Timer. Ich muss ganz kurz den Ofen ausschalten. Viel Glück. Ich ziehe meinen Lebenskraftmantel an. Hier ist ein Blitzfliegenkäfig. Okay, schön. Okay, wenn es euch nicht stört, nehme ich mal kurz die beiden Sachen, die in euch liegen. So. Jetzt den beiden. Er ist so klein. Richtig niedlich. Ist er immer so klein oder ist das random? Oh. Nein, in der Quest haben wir einmal Maxgröße und einmal Mini. Minimumgröße. Das ist so süß. Wie ein Haustier. Lauf mal weg. Zwar keine Wand mehr, aber. Hier liegt so viel Zeug. Obwohl, dass wir keine lange Zeit Plätze haben hier. Na gut. Er hat seinen Schwanz noch, oder? Scheinbar. Ja. Hab grad neben ihn Erz abgebaut. Okay. Das ist, der Radalos ist noch. Ach, der steht dahinter ihm. So gedacht, das ist ein Ding. Okay, das sah gerade merkwürdig aus bei mir. Ich glaube, der Dodo will abhauen. Oh, er liegt. Nice, sehr gut. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Wandelt ab. Ah, okay, ich habe sie gerade gegeneinander geschleudert. Ah, deswegen. Okay, sehr gut. Ah, warte mal, Radalos hat auch einen Schwanz. Azu Radalos, Rückenpanzer, okay, ja. Mir gerade seinen Schwanz ein. Dodo ist geschockt. Radalos kreischt. Rechts. Beide Tasten. Rechts. Und links. So, und jetzt machen wir Gesundheitsboost. Dann denke ich mehr Gesundheit ist. Au, oh lala. Er hat aber krassen Feuer. Und eigentlich nur sein Material da nehmen. Oder das Material da nehmen. Weil er schaut ja nicht in meine Richtung oder was? Er hat doch mal geblitzt. Ja, wunderbar. Direkt so, hier, schön scharf. Wand ist schon ab. Oh. Es ging schneller als gedacht, aber die sind natürlich jetzt auch ungefähr ein Fünftel Lebenspunkte schwächer. Atalos, Mann. Medulla. Frag mich nicht, aus welchem Körperteil das kommt. So gut bin ich nicht in Auto noch. Den da können wir ja fangen, wenn du magst. Ich habe, glaube ich, noch Beruhigungsbomben dabei. Ich heile mal. So. So, einmal Verteidigung auch. Okay, viel Glück. Ich muss kurz den anderen Schwanz einsammeln. Hä? Hab ich wohl schon? Okay, gut. Wollte er mich bomben? So,
Max Ausdauer erhöht plus Erholung. Oder, keine Ahnung. Ja, anscheinend sind das zwei Effekte. Ach gut, ich glaube, er wollte gerade abfahren. Ich versuche gerade sein Geld einzusammeln. Katja Lackerbombe hat mich gerade gesprengt. Was, okay. Er ist tot? Oh, okay, das war jetzt unerwartet schnell. In was stehe ich gerade? In was stehe ich gerade? Ich weiß nicht. Irgendwas Gelbe? Was hast du denn da gemacht? Hat das mit meinem Ding zu tun? Ich weiß es nicht. Wisst du nicht, dass das ein Feld ist, aber ich weiß. Wisst ich auch nicht. Ich weiß aber nicht, was Zölle du versucht hast. Du. Ja, ich hab's doch vorgelesen. Eben. Ja, aber das hilft mir nicht so sehr. Max Ausdauer hoch plus Erholung. Ja, gut, aber ich wüsste jetzt nicht, warum das eine Aus. Eine... Ja, außer die Aura ist für die Erholung. Man muss drinstehen, um sie zu bekommen. Aber würde. Ja, keine Ahnung, würde mich trotzdem wundern. Oh, was ist denn das hier? Zerbrochene Steine. Okay, er war jetzt irgendwie sehr schnell tot. War auch sehr klein. Das macht keinen Unterschied. In allermeistens jedenfalls. Also hast du Kaltgetränk schon getrunken für mich, oder? Nein. Habe ich aber auch für mich nicht getrunken. Habe ich jetzt gemacht, weiß nicht, ob du drin warst, vermutlich nicht. Ich habe genug Leben, dass ich das tanken kann bei meiner Rüstungsstärke, ehrlich gesagt. Also. Okay, ich bin mir selber. Keine Ahnung, ich habe aktuell. Zeigt er mir die Lebensleiste nicht an. So, doch jetzt. Ja, da ist. Halt ihn auf! Keine Ahnung, ob da was am Brennen ist. Da trinken wir es aber trotzdem. Die Kapsel hat mich getroffen. Da wo er jetzt hinläuft, ist es wieder egal. Läuft er wieder weg? Ja! Verdammte. Halt noch auf abzuhauen! Oh, Knochenhaufen. Also ich explodiere bald. Ich sehe schon, wie ich brutzle. Aua, ja, da kam's. Au, krass. Aber du bist schnell genug wieder da. Oh, da war der Kiefer dabei. Sogar vier Kiefer. Spiegel, könntest du bitte diesen Kristallhaufen hier anzeigen auf der Map? Ich weiß, dass der hier steht. Bei den Gacha-Lackern liegt. Achso, wo Gacha-Lacker? Das hier. Ach so, ein Erz. Ja. Das, keine Ahnung, das zeigt mir irgendwie nur an auf der Map. Gut, ich hätte Zeit, mal jetzt meine Baguettes rauszuholen. Zwei Kronen. Ja. Oh, und Forschungsstufe 7, nice. Bin ich ja fertig mit Dodo. Schnurtrupp ist wieder da. Perfekt. Alles gut klar. Schnurtrupp ist echt nützlich. Ich hab mir jetzt Schuppen von einem Monster, gegen das ich nicht kämpfen möchte, gebracht. Schnurtrupp Safari. Mit der Katze.
In. Ja, wohin? Da, wo ein Monster ist, wo du vielleicht noch was brauchst von. Da bin ich mir halt nicht sicher. Okay, kann ich dir auch nicht so gut helfen. Ah, dann geh mal da lang. Du müsstest jetzt in deiner hochrangigen Liste wahrscheinlich ganz unten ein Set freigeschaltet haben, wenn du in der Schmiede bist später. Interessieren wir das bei dir auch ich schon. Ich weiß nicht, was du laberst, aber ich. Ja, wir haben doch gerade. Wieder ein Ausrufezeichen, WTF. Ah, okay. Ja, jetzt hast du einmal den Blauen besiegt. Jetzt gibt es eine Quest für den. Ja, wundert mich jetzt nicht so sehr tatsächlich. Auch wenn ich mich nicht dran erinnere. Okay. Hey, du bist genau der Jäger, den ich gesucht habe. Ich arbeite an einem neuen Spezialwerkzeug, aber ich brauche Hilfe bei den Materialien. Kann ich dich überreden, dich für die Quest das rote und das blaue Team zu melden? Okay. Ich habe das Versorgungslager gebeten, mir nach Abschluss der Quest zurückzulegen, was ich brauche. Kümmere dich bitte bei Gelegenheit darum. Okay, wo sehe ich jetzt? Ach, hier sehe ich die Monster. Die beiden. Ja, gibt es auch in der Event-Quest zusammen. Allerdings ist das jetzt ein anderer Ort. Werden wir also zweimal machen müssen, wie das schlägt sich deine ist aber gut, wir brauchen sowieso beide Ratelosse noch irgendwann. Aber fürs Erste ist es ja da. Ah, Rüstung. Wurscht. Wurscht. Okay, bin kurz beim Hof. Ah, habe ich denn jetzt genug? Nein, das sind 18 Haut. Das sind nur 10 Haut. So. Okay. Den könnte ich vielleicht bauen. Ja, den vorlassen. Gut. Was? Fallout? Ja, ich mag Fallout. Es ist zwar leider überhaupt nicht, was ich gesagt habe, aber okay. Ja, ich habe übrigens noch nie ein Fallout gespielt. Okay, ich warte beim Questbuch und kümmere mich um mein Essen. Er macht das, das ist produktiv. Palico? Wait, nee, das ist ja was anderes. Wie? Ach so. Ach so. Weil ich vorhin Stücke vom Uragan aufgehoben habe. Palico, seine Rüstung ist der Uragan. Ah. Ich weiß nicht, ob der in irgendeiner Quest vorkommt. Wahrscheinlich schon. Ui, das dampft ja richtig. Wunschliste. Okay, ich muss auf jeden Fall auch noch mehr Erz sammeln für den Typen. Gastet und Rückenpanzer sind da auch drin. Ja, willst du denn weiter questen oder willst du eine Expedition machen und ich fange wieder irgendwen in der Zwischenzeit? Ja, ich weiß nicht, ich brauche noch recht viel vom Dogama. Ich brauche insgesamt 36 von seiner Lederhaut. Ja, mein Sinnvollsten wäre ja eine Untersuchung. Würde ich denken. Neue Quest bekannt machen. Merk.
Okay, ich glaube, ich habe irgendwie jetzt noch mehr optionale Quests, habe ich das Gefühl, oder waren das war auch schon so viele? Ja, ich suche mal kurz nach einer Untersuchung. Vielleicht habe ich eine gute. Die da gemacht. Naja. Ich habe eine mit Bonus für Förderplätze. Ein Gold, zwei Silber. Ist auch die einzige Dodogama, die ich habe, die nicht im Meisterrang sind. Mit 50 Minuten Zeit, also du könntest eine Weile drin chillen. Also wir haben auch noch Eventquests mit dem Typen. Ah, okay. Wenn ich so drüber nachdenke, die von gerade eben müssen wir sowieso noch ein Dutzend Mal machen. Warum? Also ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber ich krieg da jedes Mal nur ein Juwel. Und du brauchst ja schon fünf nur für die Rüstung. Und für alle Waffen auch nochmal ein paar. Ich bin mir unsicher, wovon genau du redest. Der Azur-Stern-Juwel, den wir gerade gekriegt haben. Und für was brauche ich den? Schau mal, ob du eine Azur-Ära-Rüstung oder sowas hast oder Azur-Sterngebieter, keine Ahnung. Ja, aber das wird ja dann viel weiter unten kommen, oder nicht? Ja, schon. Richtig. Aber irgendwann müssen wir sie farmen. Und die kommen nur aus der Quest oder kommt die aus jeder USJ-Quest oder? Ja, stimmt. Jede USJ-Quest hat ja ein anderes Juwel. Interessant. Guck mal hier. Azur. Ich glaube, im Long Rank war es ja nur für die Waffen. Da gab es ja noch keine Rüstung. Also bei mir kommt sie direkt vor der Dante-Rüstung. Tu mal mit dem Dante. Azur Star-Lord. Ja, das wird sie sein. Also meinst du die Azur Star-Gem quasi? Ja. Okay, wie viel habe ich denn von denen? Was sagt denn meine Truhe? Boah, ich weiß jetzt natürlich gar nicht, wie die aussehen. Warte, will ich die überhaupt sehen? Weil das ist ja Crafting Material. Ja, okay, warte mal. Vielleicht finde ich ja die Rüstung da drin. Vielleicht zeigt es sie mir schon an. Meine Zurathalos-Teile habe ich ja jetzt auch, die da drin stecken. Rüstung. Jetzt zeigst du mir die an. Immer noch ganz unten. Naja, ich mache jetzt erstmal ein paar aus. Wir werden nicht vergessen, dann ciao.